So, und da sind wir wieder. Herzlich willkommen zurück bei Let's Play Fleischer Simulator 2012. Ich habe ja schon in meinem letzten Let's Play über den Heidepark berichtet und will jetzt auch mal mehr drauf eingehen, weil mich jemand gefragt hat, sag mal mehr über genaueres über deinen Besuch im Heidepark und was überhaupt für Gamerfreunde. Ach ja, Gamer-Freunde, also das war so Olli und ich, also der GameMaster 6789, so heißt er beim YouTube-Channel, und ich haben über einen Minecraft-Server so ein paar nette Leute kennengelernt. Der eine hat sogar einen Channel, der heißt BucketLP. Müsst ihr mal austesten. Also die zwei heißen Luca und Nico, sind ein paar sehr nette Leute und die zwei wohnen zufällig genau neben dem Heidepark. Also es muss ja ein Traum sein, und der Luca war sogar in seinem ganzen Leben nur 8 Mal dort. Das muss man sich mal vorstellen, neben dem Heidepark. Er war nur 8 Mal dort, obwohl er eine Jahreskarte hat. Wie doof ist das denn? So ein Behinderter. Und da haben wir uns mal gedacht, kommt doch einfach mal hin, wenn wir im Heidepark sind, dann können wir uns mal im Real Life treffen. So, da waren wir natürlich dort angekommen und haben sie auch zufällig gleich gefunden, obwohl der Heidepark total riesig ist. Es ist fast so groß, also vielleicht größer als mein Kaff hier. Und ich wollte ja natürlich mitkommen, nicht nur, weil es da die höchsten Achterbahnen gibt. Nein, ich wollte natürlich mit, weil ich mir dort mal so richtig wieder den Wanst vollfressen wollte. Da, weil es so mexikanische Spezialitäten und sowas gibt. Ich bin ja so ein Schwein, das alles in sich reinfrisst, das flingt, das alles wegputzt, das alles, ja. Und so. Das Problem war nur, das Essen war so verdammt schweineteuer, dass ich für ein Gericht einen Mittelklasse-Rennwagen kaufen konnte. Eine Pizza hat allein ohne Scheiß jetzt 14,50 Euro gekostet. Aber das Gute an der Sache war, dass Luca einen Gutschein hatte, in dem er 2 Pizzen für sage und schreibe 28 Euro kaufen konnte. Das war schon ein richtiges Superschnäppchen. Also damit waren wir schon die richtigen Schnäppchenjäger. So, das nächste Problem war, dass es komisch aussah, wenn Luca sich 2 Pizzen kaufen will. Aber er hat es trotzdem gemacht. Er geht zu der Kassierin erstmal so hin und sagt, ey, schönes Kind, ich hab voll Hunger und so, mach mir mal 2 Pizzen. Die Kassierin natürlich gleich, und die willst du alle alleine essen? Luca so, ja natürlich. Dann kam er mit seinem T-Shirt voller Pizzafett zurück, weil die Pizzen so richtig groß waren und richtig fettig und alles fett und so groß und alles. Ah, da ist das Fett so unten richtig rausgequillt. So, alles natürlich aufgegessen. Dann haben wir das Problem gehabt, dass wir erst die Pizzen gegessen hatten und dann Achterbahn fahren wollten. Das war eigentlich total dumm, weil wir alles vollgekotzt hätten. Aber wir haben 30 Minuten gewartet und dann ging alles runter wie Motoröl, wenn ihr versteht, was ich meine. So, dann sind wir natürlich mit dem Kolossos gefahren, aber davor die Warteschlange. Also ohne Scheiß jetzt, die ging 100 Meter in die Länge und wir haben bestimmt 2 verdammte Stunden gewartet, bis wir uns in so einen scheiß Wagen reinsetzen konnten, um dann 20 Sekunden den Berg runterzufahren. Und dann gab es ja auch noch so viele Leute, die haben so viel Scheiße durcheinander gelabert. Also ich dachte, ich bin ja mitten bei RTL, bei was weiß ich, mitten im Leben, Heidepark Special. Weil die waren so auf einem hohen Niveau, dass ich dachte, oh. Und ich dachte, ich wäre behindert. Aber gegen diese Menschen war ich ein Senfkorn in der großen Menge. Schon allein hinter uns, so 2 14- bis 15-jährige Mädchen, die so getan haben, als wenn sie Lina Gomez oder Hannah Montana. Ja, ich weiß auch nicht, was ich mit der ollen Hannah Montana habe, aber egal. Jedenfalls mussten wir es 2 Stunden mit denen aushalten und die eine immer zu der anderen. Guck mal, der Typ da vorne. Wer in der grünen Jacke? Ja, der ist auch ganz süß, aber der da, guck mal. Oh, warte, den kenne ich doch. Ja, echt? Ja, den kenne ich. Die Alte hat so eine Scheiße gelabert. Sie konnte ihn wohl kaum kennen, da er Englisch gesprochen hat und da er mit seiner englischen Familie dort war. Vielleicht als Urlaub oder so. Da kommen ja so viele Ausländer hin, weil da so große Achterbahnen sind und so. Die war aber die ganze Zeit... Die Nackenhaare sind ja so sexy bei dem da vorne. Was, die Nackenhaare? Ja, und deine grüne Jacke ist auch ganz geil. Warte, die Schlampe, den will ich haben. Ja, den kannst du ruhig haben. Aber der da sieht voll scheiße von der Seite aus. Oh, aber von vorne geht's eigentlich.
Und ja, ich hatte schon vermutet, dass sie mich und Olli meinen. Und ich drehe mich so extrem geil um und beide Tanten drehen sich erstmal so richtig auffällig weg. Zum Glück waren wir dann schon ganz vorne in der Schlange und freuten uns schon, von den ollen notgeilen Tussen wegzukommen. So, das hat sich ja richtig gelohnt. 2 Stunden anstehen und 20 Sekunden fahren. Super. Am Ende sind wir dann immer nur mit der Desert Race gefahren, weil das erstens die krasseste Achterbahn dort war und weil man so richtig den Kick beim Start gehabt hat und weil man in 2 Sekunden von 0 auf 100 beschleunigt hat. Und zweitens, ich hatte das Gefühl, als hätte ich keine Organe mehr. Und alle, die schon gefahren sind, kamen voll durchgenommen aus der Bahn an der Warteschlange vorbeigelaufen. Also die sahen echt so aus, als hätte jemand beim Start Kotztüten mit Kokain verteilt. Und dann waren wir noch bei Krake lebt. Also das ist so eine Art Gruselkabinett oder Geisterhaus. Das war eigentlich auch ganz cool. Und das war eben so ein Haus, da musste man am Eingang warten und bis dann so ein fetter Pirat kam, um uns abzuholen. Aber dann kam er auch und hat uns erstmal so richtig schön vollgeschnauzt, weil wir es nicht erwarten konnten und eigentlich schon reingegangen sind. Und Luca fragt ihn erstmal, kennst du Bucket LP? Echt, der Typ hat jeden in der Geisterbahn gefragt, ob derjenige Bucket LP kennt und ob er nicht ein Abo von demjenigen bekommt. Also so viel dazu, wie die größten YouTuber ihre Abos herkriegen. Joa, das habe ich eigentlich gut hinbekommen mit dem Labern und der Zeit des Videos. Also das Video ist ja eh gleich zu Ende und ich bin auch zu Ende mit dem Labern. Mehr werde ich zu dem Heidepark-Ausflug nicht sagen, obwohl es da auch noch mehr geile Scheiße gab, aber ich habe einfach keine Lust mehr darüber zu reden. Ja, und demnächst wird auch ein neues Video von The Psycho Product rauskommen, sage ich jetzt schon. Das wird sehr aufwendig, deswegen dauert es noch ein bisschen. Ja, und bis dahin viel Spaß und schön viel Assi-TV gucken und Gehirnwäsche und bleh. Wenn die Zombies von RTL eure Gehirne fressen. Auf Wiedersehen.